Als Jesus am Kreuz starb, wurde es mitten am Tag stockfinster. Und der Feind dachte, er hätte jetzt endlich den Sieg in der Hand. Aber am Ostermorgen durchflutete die Auferstehungskraft und dieses Licht des Ostermorgens alles. Das ganze Universum wurde erfüllt mit dieser Auferstehungskraft am Ostermorgen. Der Sieg war da. Jesus war auferstanden. Licht kam in diese Welt, die nicht mehr dann im natürlichen Stockfinster war, aber in den Menschen Stockfinster. Das helle Licht von Jesus kam und durchdrang alles. Viele hundert Jahre zuvor hatte Jesaja gesagt, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es wird nicht dunkel bleiben. Ich liebe dieses Wort. Es wird eine Veränderung geben. Die Veränderung kommt. Jesus kommt. Er ist das Licht des hellen Ostermorgens. Das ist die Botschaft von Ostern, die ich dir ganz, ganz neu wieder zusprechen möchte. Es wird nicht dunkel bleiben über deiner Depression, über deinen Schmerzen, über deiner Finanznot, über deinen Kindern. Egal, über was du sagst, das ist dunkel in meinem Leben. Es wird nicht dunkel bleiben, sondern Jesus ist gekommen. Das Licht des frühen Ostermorgens durchflutet den Raum, wo es so dunkel aussieht. Ich wünsche dir, dass du das erfährst ganz neu. Es wird diesen Ostermorgen wieder ganz neu in meinen Umständen geben. Es wird ein helles Licht aufgehen über diesen Dingen. Und sie werden ihre Bedrohung verlieren. Es wird keinen Sieg für den Feind darin geben, sondern der Sieg gehört Jesus. Wir haben zu diesem Vers und zu diesem Ostermorgen eine Karte speziell entwickelt mit einer Geschichte, die das einfach auch nochmal verdeutlichen soll. Diese Dunkelheit und das helle Licht. Es ist eine Geschichte von einem König, der zwei Söhne hat und er gibt ihnen eine bestimmte Aufgabe. Das Licht spielt in dieser Lösung der Aufgabe eine ganz besondere Rolle. Wir möchten dir diese Karte empfehlen für dich selbst, aber auch zum Weitergeben für andere Menschen, dass du mit ihnen über diesen Ostermorgen sprechen kannst, dass du sagen kannst, Jesus ist das helle Licht. Jesus ist gekommen, die Dunkelheit aufzulösen. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Diese Karte kannst du in unserem Shop finden. Du kannst sie bestellen und wir beten, dass sie dir einfach zu einem großen Segen wird. Und auch für die Menschen, denen du sie weitergibst. Wir wissen, Gott hat mehr für dich.